Wir wollen die spezifische Leitfähigkeit einer starken Säure und einer schwachen Säure ermitteln. Wenn Schwefelsäure dissoziiert, entstehen zwei positive und zwei negative Ladungen. Die elektrochemische Wertigkeit ist also 2. Wenn wir die Grenzleitfähigkeit von Schwefelsäure ermitteln wollen, müssen wir einfach nur die entsprechenden Tabellenwerte der Ionenleitfähigkeiten addieren und erhalten 429,7 Siemens Quadratzentimeter pro Mol. Wenn wir annehmen, dass sich das Elektrolyt ideal verhält, setzen wir die Grenzleitfähigkeit gleich der Äquivalentleitfähigkeit. Wenn wir die molare Leitfähigkeit ausrechnen wollen, müssen wir noch die elektrochemische Wertigkeit multiplizieren und erhalten 859,4 Siemens Quadratzentimeter pro Mol als molare Leitfähigkeit. Aus der molaren Leitfähigkeit können wir durch Multiplikation mit der Konzentration die spezifische Leitfähigkeit ermitteln. Wir erhalten in unserem Fall den Wert 859,4 Mikrosiemens pro Zentimeter. Um den pH-Wert der Schwefelsäure zu berechnen, benötigen wir die Wasserstoff-Ionen-Konzentration. Diese erhalten wir durch Multiplikation der Zerfallszahl mit der Konzentration der Schwefelsäure zu 0,002 Mol pro Liter. Entsprechend haben wir einen pH-Wert von 2,7. Essigsäure zerfällt mit einer elektrochemischen Wertigkeit von 1. Die Grenzleitfähigkeit ergibt sich durch Addition der Ionenleitfähigkeiten zu 390,6 Siemens Quadratzentimeter pro Mol. Essigsäure ist eine schwache Säure. Wir müssen entsprechend den Dissoziationsgrad Alpha ermitteln, um die tatsächliche Leitfähigkeit zu erhalten. Alpha ist kein konstanter Wert, sondern lässt sich nach dem Ostwaldschen Verdünnungsgesetz aus der Säurekonstante ermitteln. Es gilt Alpha Quadrat durch 1 minus Alpha mal C gleich Ks. Daraus können wir Alpha ermitteln zu 0,108. 10,8% der Essigsäure sind dissoziiert, 89,2% liegen undissoziiert vor. Für die Leitfähigkeit sind nur die dissoziierten Anteile relevant. Wir erhalten Alpha mal Lambda unendlich gleich 42,077 cm2 pro Mol als molare Leitfähigkeit. Durch Multiplikation mit der Konzentration erhalten wir die spezifische Leitfähigkeit von 42,1 Mikrosiemens pro Zentimeter. Die Konzentration der Protonen in der Essigsäure entspricht 0,108 mal 0,001 Mol pro Liter, also 0,000108 Mol pro Liter. Der negative dekadische Logarithmus ist 3,97, das ist der pH-Wert der Essigsäure.